Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich möchte euch heute einen Mod für Counter-Strike Global Offensive vorstellen, der sich Counter-Strike Classic Offensive nennt. Was ist das Ganze? Es handelt sich um einen Mod, der sozusagen das Gefühl von Counter-Strike 1.6 in Counter-Strike Go wieder zurückbringen soll oder Counter-Strike Go so etwas verändern soll. Hier sieht man schon, also es werden sozusagen ein paar Sachen verändert, obwohl es noch ein Counter-Strike Go Mod ist. Das heißt, es wird nicht alles verändert, er kann auch nicht alles verändern. Aber einige von euch werden sicher noch keine Erfahrung oder wenig Erfahrung oder vielleicht haben auch schon manche Erfahrung mit Counter-Strike Mods. Ich muss ganz ehrlich zugeben, habe vor diesem Mod noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Counter-Strike Mods gehabt. Und habe mir jetzt hier mich hier erstmal schlau gemacht, was das Ganze hier kann und wie man das installiert. Und das will ich euch jetzt zeigen, da ich mir sicher bin, dass das andere Leute auch interessiert. Eine große Frage, vor allem hier bei Streamern und so, war immer, kann man davon WAC-Ban bekommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele sagen, dass man WAC bekommen kann und andere sagen wiederum, dass es gar nicht möglich ist. Ich habe jetzt hier mit dem Entwickler von dem Ganzen geschrieben und der hat mir versichert, dass das nicht möglich ist, weil es nämlich, wie ihr gleich sehen werdet, ich zeige es euch einfach jetzt. Und zwar, wie bekommt man den Mod hier? Also hier stehen die ganzen Sachen, hier kann man sich Videos anschauen. Ich werde euch den Link von der Seite in die Beschreibung schreiben. Ja, wie kann man jetzt hier den Mod herunterladen? Man geht hier auf Files und hier sehen wir so die aktuellen Versionen. Es wird wahrscheinlich jetzt schon mehrere Versionen geben, aber man klickt einfach auf die neueste, das ist die 1.1b und hier kann man einfach Download drücken. Dann wird das Ganze hier heruntergeladen, hat so, ich glaube 200 Megabyte hatte der, steht das hier, 294 Megabyte. Dann habt ihr hier so eine Datei, diese hier, und die kann man einfach mit WinRAR öffnen, also hier das Programm WinRAR solltet ihr haben, das ist auch gratis, kann man sich downloaden. Und dann gibt es hier zwei, also eigentlich ein README und ein HostMe, was so viel heißt wie Host, das heißt, wenn ihr irgendeinen Server mit dem Mod erstellen wollt, dann findet ihr hier die Beschreibung und wenn ihr es einfach nur installieren wollt, so wie ich oder wie jeder andere Benutzer, findet ihr hier die Beschreibung. Und zwar sollte man hier diesen CSGO-Ordner unter eurem Steam-Ordner bei Steam Apps und Source Mods einfügen. So, ihr solltet jetzt natürlich wissen, wo Steam installiert ist. Das Ganze kann man auch einfach herausfinden, je nachdem wie viele Festplatten ihr habt. Oder man weiß es natürlich, ich weiß hier, dass ich auf Festplatte E Steam hier habe. Dann Steam Apps. Wo sind die Steam Apps? Hier sind die Steam Apps. Source Mods und hier habe ich den Ordner schon hineingelegt. Also einfach hier nehmen, hineinziehen, fertig. Dann sollte man Steam beenden, also hier beenden und dann wieder starten, sonst funktioniert es nicht. So, was passiert dann? Der Mod should appear in your library, das heißt, das ist jetzt auch der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, man kommt hier in seine Bibliothek und hat hier Counter-Strike, also die ganzen anderen Counter-Strikes, die ich jetzt hier habe, ihr habt keine Ahnung, wie viele Counter-Strike-Versionen. Jedenfalls gibt es dann hier einfach noch ein Counter-Strike Classic Offensive. Das heißt, es ist ein ganz eigenes Spiel. Also eigentlich kein eigenes Spiel, aber halt ein Mod. Und es wird auch von Steam erkannt, dass das ein Mod ist. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass man hier keinen WAC-Ban bekommen kann. Ich kenne mich da natürlich jetzt nicht aus hier mit diesen Mods, wie ich bereits gesagt habe, dass das ist mein erster Mod. Aber ich hab den jetzt schon gespielt, habe ich jetzt noch keinen WAC-Ban bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier safe ist, wenn es auch Steam als extra Spiel erkennt. Das Ganze ist noch in der Early Access Phase oder Beta hier. Ja, wie kann man mit seinen Freunden spielen, steht hier noch. Es sind schon einige Server online. Es gibt ja auch eine Seite hier, werde ich euch auch in die Beschreibung stellen, wo man hier Lobbys joinen kann, weil es noch nicht wirklich jetzt hier Server für den Mod gibt. Das ist ein großes Problem zurzeit, würde ich sagen, weil es nicht wirklich irgendwelche Server gibt und wenn dann irgendwelche amerikanischen, nordamerikanischen Server oder auch, es gibt auch europäische von Klicks, Philipp, vielleicht kennt den YouTuber mehr, aber die sind halt jetzt immer voll, also eigentlich immer durchgehend voll.
Wir starten jetzt einfach einmal Counter-Strike Classic Offensive, damit ich euch das hier auch zeigen kann, wie sich das, wie das aussieht, was das kann. So. Ja, hier dies, das Intro kann man nicht überspringen. Bei CSGO kann man ja so schreiben in die Startup, dass das hier weg ist, aber das geht hier nicht. Und komischerweise ist es dann auf Deutsch das Spiel. Auf einmal, ich habe es eigentlich auf Englisch. Vielleicht orientiert sich der Mod einfach auf den, auf das System, auf die Systemsprache oder so, keine Ahnung. Ja, man soll nicht Ranked oder auf Official Server mit dem Mod gehen. Das heißt, man kann hier, ja, hier ist es eh rot, Find a Game, Find a Server, sollte man nicht drücken. Mit Freunden kann man spielen, wenn die eben auch hier den Mod haben. Offline mit Bots geht, es gibt eine eigene Shooting Range. Man kann jedoch auch hier über Connect und dann eine IP von einem Server, auf der der Mod läuft, kann man hier ganz einfach connecten. Jedoch solltet ihr nicht, wie hier steht, auf irgendwelche anderen Server, über die CSGO läuft, connecten. Ja, das Ganze läuft hier über CSGO, das sieht man hier ganz einfach, weil es auch hier einfach der Startscreen von CSGO ist. Ich sehe meine Freunde, ist alles ganz normal, nur eben hier ist Farben und hier ist dieser Balken. Was ist noch anders? Jetzt geht man hier auf Maps und es sieht schon ganz anders aus. Hier sind die normalen Maps, würde ich sagen, und hier sind so gegliedert. Es ist so gelb und so, und bis jetzt, hier sieht man noch nichts. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Inferno geht, ich habe mir hier auch eigene Bots erstellt, die kann ich euch auch irgendwann mal zeigen, wenn ihr daran Interesse zeigt, damit das, also dass die mit schwereren Bots sozusagen man spielen kann. Ja, jetzt sieht man hier schon den Loading Screen, es ist schon ganz anders, oder ganz anders, jedenfalls anders. Und jetzt, hier so ein komisches Knife. Obwohl die natürlich jetzt schon 1.6 gespielt haben, die werden das vielleicht, keine Ahnung, ich habe nicht 1.6 gespielt, die werden das vielleicht kennen. Und jetzt ist man hier auf Inferno Classic. Das ist anscheinend eine Map, die in 1.6 existiert hat. Ja, was ist das Wesentliche zu sagen? Man kann ziemlich überall durchschießen mit Waffen. Man sollte, also viele sagen, man kann hier einfach Bunny hoppen, aber so einfach ist das dann gar nicht. Also in CSGO kann ich ziemlich gut Bunny hoppen, würde ich sagen. Was gibt es für Waffen? Es gibt auch andere Waffen. Also wie ihr seht, Tactical und halt das andere Knife. Hier gibt es so MP9 mit Schalldämpfer und Schmidt Scout. So ganz komische Sachen. Hier Nighthawk. So, hier Easy Auto Bunny Hop eingeschaltet. Oh, wir gewinnen hier die ganze Zeit. Das kann ich gar nicht zeigen. Was gibt es hier noch? Ja, AWP. Hier Krieg, so die Autosniper. Keine Ahnung. So, hier eine AWP. Und man kann hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das in CSGO auch so schnell geht. Es ist jetzt ganz. Oh. Ist jetzt ganz. Wow. Ich werde getötet. Nein. Jedenfalls kann man hier, denke ich, schneller zoomen. Das war in 1.6 so als in CSGO. Habe gerade keinen Vergleich, aber ich denke mal. Und wie gesagt, man kann hier überall durchschießen. Boah. Ja, man kann hier überall durchschießen. Dann haben wir jetzt die Bombe geplantet. Oh! Ja, man kann auch No-Scopes machen. Oh, ich war hier neben der Bombe. Okay. Ja, man kann hier überall durchschießen. Ich werde euch jetzt einfach einmal Gameplay zeigen. Und zwar hier die schallgedämpfte MP9. Finde ich richtig geil. Ja, ich versuche mal jetzt hier etwas zu bunny hoppen, aber nee, irgendwie funktioniert das nicht so gut. Oder? Oh. Okay. Ja. Ich kenne halt die Map auch nicht wirklich. Also es sieht so aus, als wäre einfach alles größer als beim jetzigen Inferno. Ja, wo schießen hier die Leute? Oh. Hier. So, jetzt habe ich hier die. Oh, hier ist sogar eine AK. Die nennt sich. Also ist das eine AK? Das ist eine CV47. Erstmal überlegen. Und das ist halt hier die sogenannte, anscheinend die AK. Es gibt ja auch eine M4, die nennt sich dann Colt. Maverick Cabin. Kein Colt, sorry. Was war Colt? Irgendwas war Colt. Jedenfalls ganz andere Namen und Models.
will hier mal zeigen, dass man hier überall durchschießen kann. Mit ABP kann man halt hier wirklich überall durchschießen. Ja, mit dem hier nicht. Nee. Und AK, der ist da dahinter, oder? Nein, der war weiter hinten. Das Spray-Pattern ist auch ganz anders, wie man gerade gemerkt hat. Also, Spray-Pattern ist irgendwie. Also, keine Ahnung, 1.6 Spieler werden sich hier wahrscheinlich wohlfühlen, aber für mich ist das nicht. Bleibt bei One-Taps. Only One-Taps. Nein, ich spray einfach irgendwie herum und hoffe, dass es reingeht. Ich würde interessieren, ob hier Jump Scout dann auch noch so OP ist, wie es in CSGO vor dem Fix war. Was ist jetzt hier dahinter? Ah. Ich habe ihn getroffen, 18 in 1. War das durch die Box? Bin mir nicht sicher. Und hier sieht man jetzt auch die Maverick. Hier kann man überall einen Schalldämpfer, also hier muss man den Schalldämpfer erst überall sozusagen draufschrauben. Es geht jedoch ziemlich schnell. Ich will hier einfach wallbangen. Ja, ich hab's geschafft. Also man kann hier wirklich überall einfach durch wallbangen. Das funktioniert bestens. Ist ganz lustig. Also wenn man weiß, hier hinter einer Ecke steht der Gegner. Und die Sounds sind auch, also schon etwas so Nostalgie hier bei den Sounds. Wenn man sich die heutigen CSGO Sounds anhört, die sind schon ganz anders. So, erstmal die Teammates flashen. Also wie ihr gerade gesehen habt, die Flashes und Nades sind auch hier so einfach so, wie man die Smokes kennt. Aber einfach alles so wie Smokes. Und die Smoke ist auch hier, die wird so langsam erst. Ja. Ja. Ich dachte schon, dass das für ein Piepsen ist, als wäre die Bombe schon geplantet. Au. So, wo ist der andere jetzt? Okay, hier geht wahrscheinlich nicht durch. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass er da dahinter steht. Ich werde jetzt einfach mal zu den Terroristen wechseln, um euch hier die Waffen zu zeigen. Ja, hier, Shotguns wieder. MAC-10. Ist irgendein Unterschied? Ja, der Sound. Hier eben die neue AK sozusagen. AU, okay, die sieht auch ziemlich gleich aus wie ein Go. Ja, es gibt keinen Molotov. Keinen Molotov und keine Decoy. Ja, keine Decoy, das ist ein Decoy. Smoke, Granate und Flashbang gibt's. Gibt's noch alles? So. Also mal hier hinauf. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aha, hier oben, okay. Und... Oh, die Bombe ist hier in der Banane. Und er fickt mich. Naja. So, was könnte ich noch zeigen? Ich könnte noch zeigen, wie man hier die Bombe plantet. Wer hat die Bombe? JW hier. Hier. So. Und die Eagle natürlich. Die sieht schon irgendwie nice aus. Hier kann man auch irgendwie hinauf. Oh, Hilfe. Ja, nice. Mir von der Laterne geschreckt. Mm.
Okay, das war jetzt hier eine Granate, also da gibt es eine riesen Explosion. Oh oh, ein Problem. Was? Ah, jetzt. Hä? Jetzt ist keiner auf B. Okay, jetzt kann ich blenden. Ja. Also hier ist hier eingedippt und gelegt. Jetzt hier nochmal die Smoke. Ah, sie kommt so ganz langsam, die Smoke. Au. Also hier, als Terrorist kann man sich auch eine USB kaufen. Oder eine KM-Deck-Dickel. Ist ganz nice. Sven Cisco etwas OP. In Pistol Rounds. Denke ich mal. Ash. Ja, hier sieht man einen wunderschönen Spray. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt einfach ein paar Einblicke in CS Classical Offensive. Oder Classic Offensive heißt das ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie das Ganze geht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu der Mod, geht entweder auf die Website, das ist ganz schön erklärt dort, oder schreibt es mir in die Kommentare und ich werde euch auch helfen, wenn ich darüber etwas weiß. Es gibt dazu auch einen Reddit-Thread, das könnt ihr euch natürlich auch anschauen, da posten immer Leute irgendwelche Bugs oder falls sie einen Server haben oder so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Ciao.